Zum Gebrauchtwagen-Check von Autotest Schwaben. Heute mit einem Fahrzeug, das 1998 Debüt hatte und damals den Ford Escort ablöste, nämlich der Ford Focus. 1998 bis 2005 wurde die erste Generation vom Ford Focus gebaut als Konkurrent für den VW Golf. Ja, man hatte damals die Idee, bringen wir den Focus als Nachfolger für den relativ erfolgreichen Escort, den es ja seit 68 gab. Nach 20 Jahren hat man den dann abgelöst. Wie gesagt, hier haben wir einen Kombi, den Ford Focus gab es auch als Limousine mit Schrägheck, damals auch sogar als Dreitürer, meine ich. Und es gab auch die fünftürige Version. Es gab auch sogar eine Stufenheck-Variante vom Focus und beliebt ohne Ende natürlich die Kombi-Variante. Bei den Motoren gab es einen 1,4 Liter Basisbenziner sowie einen 1,6 Liter Motor. Die hatten jeweils etwas so viel Leistung wie ein VW Golf. Da ließen sich die Kölner nicht lumpen. Dann gab es einen 1,8 Liter mit 125 PS. Es gab zahlreiche TDCi Motoren, die allerdings anfällig waren. Da gab es bis zu 130 PS auch einiges anzubieten. Er war ein geräumiges Auto, der Ford Focus. Heute gibt es diese Modelle der ersten Generation, teilweise für unter 1000 Euro. Da sollte man allerdings, wie gesagt, Vorsicht verwalten, denn die Fahrzeuge haben oft eine Laufleistung von 200.000 bis 300.000 Kilometer, meistens auch Schäden. Ja, zu den positiven, also zu den Stärken gehören die recht solide Rostvorsorge beim Ford Focus. Die Fahrzeuge waren voll verzinkt und hatten relativ wenig Probleme mit Korrosion im Unterboden und auch an den Radkästen. Dann war die Verarbeitung besser als beim Vorgänger Escort. Der Ford Focus galt als geräumig. Die Benzinmotoren waren meistens recht solide. Auch die Getriebe halten. Bei der TÜV-Bilanz schneidet der Ford Focus etwas besser ab als sein Vorgänger Escort. Zu den Schwächen. Die Dieselmotoren waren relativ anfällig. Hier gab es häufig Probleme mit Diesel-Einspritzpumpe, aber auch Schäden, Motorschäden. Dann hin und wieder Probleme mit der Getriebe. Ölverlust am Motor und Getriebe gibt es häufig. Dazu gibt es viele Lackschäden. Ein Problem, die Scheinwerfer, Reflektoren verschleißen gerne. Also die Scheinwerfergläser werden dann matt. Und da fällt er dann häufig durchs TÜV-Examen. Auch die Abgasanlage rostet sehr häufig durch. Am hinteren Endtopf sollte man hier aufpassen. Dazu war die Verarbeitungsqualität nicht immer solide. Am Ende bekommt der Focus von uns deshalb 2,5 von 5 Sternen und ein eher bedingt empfehlenswert.